Macht mal eins in Chat, wenn ihr, oder macht mal die Schweizer Fahne oder die dominikanische Fahne in Chat, wenn ihr Dani schon kennt. Und wenn nicht, dann Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei dem ersten Kampf, den ihr sehen werdet von Dani Rodriguez. Weil dieser Typ im Muay Thai ist einfach MVP. Der ist der krasseste Kämpfer, den es momentan im Muay Thai gibt. Das ist er hier. Das ist unser Dani. Hey, ich drehe die Musik wieder auf. Es geht los. Jetzt kommt Dani. Let's go! Ah, er kommt mit dem Salsa-Vibe rein. Hier, yes, let's go! Wow! Also, Dani 24, Jodvica 26, Dani größer, 6 cm größer. Gewicht gleich natürlich 70 Kilo, also das ist super Welterweight auf 70 Kilo. Dani Reach, 1,91 Meter Reichweite, der Jodvica 1,86 Meter. Dani, seine Vorteile liegen auf jeden Fall in den Ellbogen, im Boxen. Seine linke Hand ist tödlich, sein linker Kick ist auch tödlich. Er hat sehr viel an seinem linken Kick gearbeitet, die letzten zwei Camps schon. Den letzten Kampf hat er komplett mit dem linken Kick dominiert, immer wieder draufgeballert. Dani ist Southpaw. Ne? Das heißt, sein rechter Fuß ist vorne, Linksausleger. Und das ist im Thai-Boxen ein sehr großer Vorteil, weil die meisten Thais nicht richtig boxen können. Aber der Jodvica, der kann ballern, der ist ein Draufgänger und er hat einen starken Clinch, sehr starken Clinch, gute Knie und auch sehr gute Kicks. Das muss man einfach sagen, kickt sehr viel. Aber seine Stärken auf jeden Fall im Clinchen, da ist er richtig gut, auch mit Sweeps. Und der ist stabil und schlägt Ellenbogen, hat sehr viele Kämpfe so gefinisht. Boah, Leute, ich bin so nervös. Mhm. 156 zu 53, also 206 Kämpfe hatte der Typ. Nein, 209, Entschuldigung. 209 Kämpfe. Former WBC, also WBC, ja, das ist die größte Organisation oder die, ja, die größte Verband im Muay Thai. Oh, Champion, krass. Und jetzt Dani, let's go. The red corner, 24 years of age. He stands with it at 85 centimeters tall and weighed with it at 53.4 pounds. He holds an undefeated record of 41. Is current Russian Amir Stadium Super Welterweight Champion and RWS 2022 Super Welterweight World Champion, representing Dominican Republic. And Switzerland. Let's hear it for Daniel Rodriguez. Let's go. Let's fucking go. Whew. Wow. Okay, Leute. Es geht jetzt wirklich los. Ja, das ist live, ja. Das ist live. Jetzt gerade in dem Moment. Wir sind live, Leute. Ja? Für die, die das nicht verstehen. Wir reacten ja nicht auf dem Video. Das ist live. Das passiert jetzt gerade. Let's go, Dani! Fängt gerade an mit schön mit seinen linken Kicks, wie ich gesagt habe. Wow, und schön, der Jab gerade. Der linke Kick, Jab. Jovica macht die Deckung eng und versucht noch mit reinzuschlagen, weil er weiß, Dani hat gute Hände. Aber hier kommt auch durch. Jab und halt die linke Seite, habt ihr gesehen. Linker Kick hat aber Jovica jetzt kommen gesehen. Der weiß das auch. Der ist nicht dumm, der hat gutes Fighter IQ. Jab und linker Kick. Sehr stark. Das war ein starker Kick. Ja, schöner Ellbogen. Komm mal, Dani. Oh, da war es eine Kombination. Oh mein Gott.
Krass. Alter, das geht schon von Anfang an voll ab. Und sie sind ebenbürtig. Das muss man sagen. Sie sind ebenbürtig. Uff. Schöner Tief. Wow. กดเอาไว้เอาครับแย่ก่อนครับแย่โอ้ยอดวิชามีฮุกซ้ายครับที่น่ากลัวขนาดที่ดานิเอลครับโอ้อัปเปอร์คัทครับถือว่าเป็นหมัดที่เคยทำให้เขาพลิกเกมชนะมาแล้วด้วยนะครับแต่ er sollte nicht clinchen มิดเอ่อมิดเอ่อเขาสอลเตอร์วิคลิชนิดเดียวเกลาบิอาจจะอ่ะไม่ใช่แค่นั้นหรอกคล้ายๆทำสิครับถูกต้องแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นครับเอาครับถุงเข่าไปวงในครับขุนเข่ายมบาลผวาแหมดานิเอลแต่ดานิเอลไม่ผวานะครับก็พยายามตั้งสู้ Sehr schön ausgewichen. Ja, wunderschön. Bravo. Das gibt richtig Punkte. Schön auch immer am Faken der Dani, ne? Faked ab und zu mal und dann kommt er trotzdem mit der linken durch und halt viel mit dem linken Kick. Sehr schöner rechter Haken und der Ellbogen, wunderschön. Und er läuft vorwärts, hier wieder der linke Kick, schön ausgewichen und wow, krasses Head-Movement. Rechter Haken, linker Kick, scheint ihm zu gefallen. Hier nach vorne, die linke kommt durch und der Ellenbogen. Oh, und Jokicak versucht auch mit dem Ellenbogen durchzukommen. Okay. Ach, schade, dass sie nichts. Das wäre geil. Stell dir vor, wir hätten jetzt hier Schweizerdeutsch gehört. Oder? Das wäre nur lustig. Bam. Oh, wunderschön raus und dann mit dem Uppercut. Ja, hier ist er raus durchgekommen mit seiner rechten Geraden. Gegen den Southpaw ist natürlich auch die rechte Gerade mit die beste Waffe. Und halt für den Southpaw ist seine linke. Hier könnt ihr sehen, dass er mit dem linken durchgekommen. Also, zweite Runde. Hier schon wieder schön mit den linken Kicks der Dani. Ja? Seht ihr, genau was ich gesagt habe. Die linken Kicks. Immer die linken Kicks. Schön. ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับแต่ว่ายอดวิชาครับตอนนี้ถือว่าทำได้ดีไปแล้วหนึ่งยก เส้นทางยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ได้อัดกันอีกต่อเนื่องครับ Sehr schön, Frontkick zum Gesicht วงในยอดวิชาไล่แขนเสียบเข่ามาครับดูครับ und die Knie kommt durch, sehr gut. Das gibt Punkte. Aber der Jotwicha ist auch stark im Clinchen. Und das Clinchen macht halt auch sehr müde. Ja, es macht die Arme schwer und dann ist es schwieriger, schnell zu boxen. Oh, wunderschöner Ellenbogen vom Dani. Okay. Okay. Schön gefaked. Wieder schön mit dem Frontkick. Läuft nach vorne. Nach vorne laufen auch sehr wichtig im Muay Thai. Oh, schön. Oh, da hat Jokicak richtig getroffen mit einer rechten. Da ist sein Kopf zurück. Aber er macht schon wieder Druck. Ist noch da, voll da. Hat ihm gar nichts gemacht. Gar nichts. Dani stabil. Ja. Wunderschön. Ja, sehr schöner Ellbogen. Muss aufpassen, ja? Der Jotwicza wartet die ganze Zeit und kontert nur mit der rechten Geraden, weil er weiß, die trifft. Ja, Dani muss wieder mehr kicken. Linker Kick muss vor. Das Clinchen macht müde. โอ้จะเข้าทางยอดวิชาหรือเปล่าครับเพราะว่า
Boah, sehr gut, Dani. Da ist auch wichtig, hier Balance zu halten. Das zählt im Muay Thai auch sehr viel. Das macht Dani sehr gut. Ellbogen hat getroffen. Let's go, Dani, komm. Linker Kick. Ah, der Jovica sieht den linken Kick jetzt. Ein paar Mal sehr gut ausgewichen. Trifft jetzt selber mit dem rechten, aber Dani antwortet gerade. Das ist richtig. Rechter Kick und die linke Hand kommt durch. Und der Ellbogen wieder. Und Dani clincht ihn gegen die Rinnecke. Das ist auch wichtig. Sehr gut. Ja, war eine gute Runde. Müsste Danis Runde sein. Würde ich gerne hören, was sie jetzt da sagen. Okay. Sehr schön, guck mal hier, der Frontkick ins Gesicht, ja. นี่ครับถีบยอดอกครับเจอหมัดขวาหมัดนี้เลยครับต้องบอกว่ามันชัดเจนดีนะครับแต่ถีบซ้ายนี่ก็เต็มหน้าดีครับวันเดอร์ชื่น Super Slow Motion ครับถีบเข้าไปที่ปลายคางอีกทีครับพยายามเด้งตีครับ Wow, wie er das Knie nochmal rübergezogen. 2 ครั้งติดต่อกันครับ มาดูคะแนนยกที่ 2 ครับออกมาแบบไหนครับ ออกมาแล้วนะครับก็คะแนนไม่เป็นเอกฉันท์นะครับยอดวิชาชนะไปด้วย 2-1 เสียงครับ Sehr schön, Dani. Ja, sehr schön. Mit den Ellbogen arbeiten, das ist es, Dani. Mit den Ellbogen arbeiten. Schöner rechter Haken. Die linke Hand durch. Dani, die linke gerade. Die linke gerade. Ja, die. Sehr schön. Oh. ประสบการณ์เค้ามีอยู่แล้วครับเคยพลาดโดนหมัดของแดเนียลไปเหมือนกันครับนี่ก็ต้องประคองตัวสุดฤทธิ์นะครับดูเรี่ยวแรงของยอดวิชาเนี่ยจะผิดจากไฟที่ผ่านมาเลยนะครับ Nur wenn du ihn ausknockst. Ich weiß es, ich glaube, nee. Ich glaube nicht mehr an den Knockout, muss ich leider sagen, weil der Jovica sich so krass immer wegdreht. Die härtesten Schläge nimmt er nicht. Oder, ja. Nicht so hart, wie er sie könnte. Nee. Aber sehr schön, jetzt kommt er richtig gut durch, ja. Komm doch mal, Dani. Boah, aber Jovica kommt auch mit dem Ellbogen zurück hier. Im Clinch halt, der ist wild, ne? Ihr seht das. Der gibt auch nicht auf. Der ist ein richtig zäher Hund. Komm, Dani, let's go. Kick, Kick, linker Kick. Okay. Schöner Ellbogen, ja. Linker Kick, Dani. Okay, jetzt nicht mehr. Wenn er nach rechts läuft. Schön. Komm, kick, jetzt kicken. Ja, aber er dominiert. Er drängt ihn immer zurück, das ist auch wichtig. Vorwärts laufen. Sehr schön. Komm. Okay, in der letzten Runde die Kicks. Ich würde mehr Kicks sehen wollen. Die linken Kicks dann. Er versucht ihn jetzt wirklich noch auszunocken. Ja, ich hätte lieber mehr Kicks gesehen in der letzten Runde. Das könnte knapp werden. Ah, guck mal hier, der Jovica jubelt schon. Vielleicht zu früh. Aber es könnte knapp werden, einfach weil der Jovica so viel gekickt hat. Aber... Nee, der Dani hat das.
Der ist nach vorne gelaufen, der hat mehr getroffen. Damage. Einmal ist Dani sein Kopf so stark zurückgedingst. Also, wie sagt man? Hier, genau das, genau. Zurückgeschnappt. Boah, aber hier auch mit dem Ellenbogen wunderschön. Ja. Und selber noch geblockt. Schöner Tieb. Ja, und das halt, Leute, das ist Ästhetik, also und Athletik, alles zusammen. Hier die linke gerade, genau. Aber halt, wie gesagt, der hat sich immer so weggedreht, der hat sie nicht voll genommen. Hier die Knie von Jovica im Clinch, die sind auf, die zählen viel. Aber das sollte Dani haben. Hm? Dani war dominanter, ja. Wie cool ist das denn? Kommentiert der Kampfshot Leistung für La. Gern. Sehr gerne. Gerne den Kanal abonnieren, wenn du Zeit hast. So. Punktentscheid. Dani. Oh. Mach's nicht wieder so spannend. All three judges scored his vote 29. 228. Dani. No. Ja, das war halt viele Fäuste, viele Hände. Jovica viele Kicks. Und die Knie im Clinch. Aber ich hätte halt gedacht, dass das Vorwärtslaufen von Dani, aber dann müsst ihr auch verstehen, der hat schon zweimal gegen ihn gewonnen. Für die ist es natürlich jetzt auch besser, wenn der Thai jetzt mal gewinnt. Aber ja. Schade. 41 zu 1 ist trotzdem noch sehr stark. Ich bin stolz auf ihn. Er hat gekämpft bis zum Schluss, aber hat ein paar vielleicht einfach Fehlentscheidungen gemacht vom Kicken her oder war vielleicht auch müde. Aber stabil, stark und ich weiß genau, Dani wird jetzt nur noch motivierter sein, weil er ist jetzt aus dem Turnier raus, aber vielleicht geben sie ihm ja trotzdem noch irgendeinen Kampf oder so. Und dann sonst halt nächstes Jahr wieder